Was jetzt? Für die Stämme. Für die Stämme, die auf dem Rücken tragen. Ich brauche die Geister sind ruhelos. Ja, hier geht's dann wieder. Bam, das nennt man Schaden. Das ist ein Gebäude. Ich bin der Kriegshäuptling. Okay. Sieg. Sieg. Bereit zum Höhenflug, Meister. Okay. Ich kann helfen. Unverzüglich. Dann tauchen. Ich bin gerade überlegen, weil wir haben jetzt insgesamt mit dieser Mission noch... Nach dieser Mission sind es noch zwei weitere, wie ich weiß. Die und dann das Finale. Und dann wisst ihr ja, kommt wieder die Endsequenz. Es gibt nach jeder Kampagne, nach jeder Fraktion ein Video, ein gerendertes, bei dem ich ja dann wieder die Aufnahme unterbreche und so. Ich glaube, ich mache in dieser Aufnahme einfach diese Mission und die nächste noch. Und die letzte Mission mache ich separat. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Dann mache ich das in einer kurzen Aufnahme, die letzte Mission. Die wird, glaube ich, nicht sehr viel länger als 2 bis 3 Folgen gehen. Da können wir wieder schön separat mit der letzten Kampagne anfangen. Aber gut, wir sind ja noch in dieser Kampagne, von daher nicht an die letzte denken. Die Geister sind ruhelos. Wie verbinde ich den jetzt? Oh, wir verbinden einfach mal spontan, so passt. Welche? Ja, machen wir euch zuerst. Ihr geht mir am meisten auf Keks. Ist es eigentlich noch... Gucken wir gleich mal, ob hier noch irgendwas optional ist. Eigentlich ist das Erdbeben... Das Erdbeben wäre jetzt hier ganz hilfreich eigentlich. Jetzt wird's helfen. Aber nein, das wird der Erdbeben schließt mal nicht zukommen. Zur Party, die ich extra ausgeschildert habe. Wir brauchen Heilschutzzauber. Dankeschön. Ganz viele davon. Wunderbar. Und nochmal schön eine Welle rein. Oh, ich dachte, du stehst da. Okay, alles klar. Bam. Wunderbar. Und die Einheiten sind richtig mit dem Taurenhäuptling zusammen und dem Kampfrausch haben die einfach so eine gewaltige Angriffsrate. Das ist wirklich herrlich. Hier, guckt mal an, wie schnell der angreift. Der Kodo-Reiter, die Kodo-Bestie, ihr wisst schon. Boah, da kommt der Held. Jetzt aber. Und weg mit dem. Guckt euch die Angriffsrate an, das ist so herrlich. Komm, das stellt sich mal da hin und dann spielen wir ein bisschen Kegeln. Spielen wir Bowling. Und zack. Und. Hat's noch gereicht? Ich weiß es nicht. Kommen mal ein paar Wölfe dazu. Und jetzt machen wir mal hier die Ausbildungsgebäude. Gehen da noch ewig auf den Sack. Wir hätten jetzt schon fast jetzt Räuber mitnehmen können für die Gebäude, aber ihr seht, das geht in den meisten Fällen auch immer so. Hier ist noch ein Turm. Geh mal weg. Nervst. Stehst in der Sonne. Mein Taurenschaf. Endlich ist er wieder da. Das sieht man, wenn die Orks mal richtig ausgebaut sind, sind sie unglaublich mächtig. Ich finde, mit den richtigen Einheitenkombinationen, mit Hexendoktoren, Schamanen, dann vielleicht noch Flügeldrachen dazu, wenn man es sich machen kann, und einer gescheiten Heldenkombo. Ich finde, die sind wirklich am stärksten. Mit einer richtig ausgeklügelten Gruppe haut man da mit den Orks am meisten Schaden rein. Aber man braucht halt ziemlich lang, bis man soweit ist, bis man das alles perfekt bauen kann. Und es ist halt auch alles sehr teuer. Aber wenn mal die Sache steht, wenn mal die Armee steht, ist man damit halb unaufhaltbar, wie ich finde. Also es ist richtig, richtig schwer, die Orks im späten Spielverlauf, wenn man sie erstmal lässt, aufzuhalten. Orks ist eigentlich so ein typisches Volk, das man am besten wascht eigentlich im Multiplayer. Weil die in der Anfangsphase noch ein bisschen ihre Probleme haben. Aber gegen Ende sind sie die stärksten einfach, wie ich finde. Okay, denen fehlt halt so eine super Einheit wie der Frostwürm oder die... Ich vergesse es. Chimäre, jetzt habe ich es. Oder die Chimäre der Nachtelfen. Aber brauchen sie nicht mal. Ich sehe, die Flügeldrachen sind so schon stark genug. Ich bin der Kriegshäuptling. Okay. Lass knacken! Dann. Gibt nicht mehr viel her. Na komm. Mehr vom Bewerten. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Ich nehme nur noch hochwertige Einheiten an. So, Goldmine fast kaputt. Da können wir eigentlich mal darüber gehen. Wir können es natürlich auch lassen. Alles im Bereich des Möglichen. Geister sind ruhelos. Niemand.
Zeit. Was ist denn... Ah, hier ist nichts. Das sehen wir schon. Hier. Mal kurz Fernsicht verwenden. Wenn wir den Mist schon geskillt haben, müssen wir ihn auch mal verwenden. Müssen wir mal so konsequent sein. Ja. Leitet mich. Ne? Was jetzt? Sehr schön. Also im Vergleich zu den letzten beiden Missionen ist diese hier irgendwie sehr angenehm wieder. Irgendwie habe ich sowieso alle Missionen, bei denen man frei spielt, immer sehr angenehm in Erinnerung. Alle mit Grom. Obwohl, wie gesagt, die eine Mission mit dem Holz sammeln, habe ich auch viel leicht in Erinnerung. Aber die Mission danach mit Szenarios, die war schon immer irgendwie der Arschreißer schlechthin für mich. Wie kann ich helfen? Wie es mit der letzten Mission ist, ganz ehrlich, die letzte Mission... Es gibt manche Leute, die finden sie schwer. Ich finde die letzte Mission der Orks nicht wirklich schwer. Ich finde sie nicht wirklich schwer. Ich fand die letzte Mission der Untoten um einiges knackiger. Ich bin der Kriegshäuptling. Verzagt nicht, Jüngelchen. Die Geister sind ruhelos. So. Aber zu der kommen wir noch. Dabu. Wir reden immer so oft über die letzte Mission und vielleicht schon über die nächste Kampagne. Dabei sind wir noch hier. In den Stone Talon Gipfeln. Gebirgen. Dingensbummens. Ach stimmt. Hier oben kommt man ja nur mit einem Zeppelin hin. Ja. Ja. Ach, Frey wusste es die ganze Zeit. Hat's mir bloß nicht gesagt. Er wollte sehen, wie ich mich ärge. Wollt ihr mir tun? So, du kommst mal her. Sonst drohe ich dich im Grund und Boden. Ja. Ein weiser Plan. Will ich gerne noch einen Zeppelin? Ich lache der Gefahr ins Gesicht. Ein Graf Zeppelin. So, ihr kommt mit, ihr kommt auch mit. Ich brauche Befehle. Ich rauche Befehle. Nimm zu meine Befehle, die ich so hingeschickt habe, auf Papier. Rollt sie so zusammen und zündet sie an und raucht sie einfach. Ich rauche Befehle. Leitet mich. So, also weiter rein. Ich pfeife jetzt mal ein bisschen auf die Einheitenordnung. Nach der Landung. Es ist wie beim D-Day. Das ist Amerika-Logik, die ich gerade mache. Wie beim D-Day. Nach der Landung formieren wir uns, egal ob da Artillerie und Maschinengewehrsalven sind, nach der Landung formieren. wo haben wir... Wollt ihr mir tun? Das ist der zweite, den wollte ich noch reparieren. Werden? Reparieren? Mann. Was ihr wolle. Wo sind wir denn? Alles klar. So, ja? Du gehst mal hier hoch und wirst noch ein Haupthaus bauen. Einfach mal so. Wir brauchen es jetzt nicht so unbedingt. Aber... Oh Gott, das will jetzt nicht kaputt gehen. Schlechte Idee. Wo kommt ihr eigentlich her? Wo holt ihr die Sachen her? Und warum greift ihr mich an? Warum nicht eigentlich Stroh? Ich brauche den Fliegen wir. So, muss jetzt so reichen. Hätte ich geplant, das alles so lang dauern zu lassen. So unsere Luftlandeoperation und so Späße. Och komm. Ach, die patrouillieren hier. Ja, wollen wir mal gucken, wie das Duell Greifenreiter gegen... Dafür habt ihr, lieben Greifenreiter, aber keine vergifteten Pfeile. Das heißt, ich kann euch mal schön angreifen und ausgiften lassen. Und außerdem verstärkte Rüstung und wir haben Stich. Bei euch ist es das Gleiche. Aber trotzdem ging es bei uns besser. Ja gut, wir machen die ganzen Upgrades. Okay, es kann gut sein, dass die Greifenreiter stärker sind. Okay. Kosten die eigentlich auch mehr? Das müsste man fast mal vergleichen. Sind Gegner oben? So. So, passt schon so. Und dort landen wir jetzt einfach mal. So, hier, kommt noch mit. Wunderbar. Alles klar. Dann, ja. Tötet meine Kameraden. Ich bin eher so ein typischer Krieger. Ich mache einfach so einen Kampfschrei. Tötet, vernichtet, tanzt auf ihren Kadavern. Ich bin der Kriegshäuptling. Nichts von Taktiken im Kampf. Sehen wir denn? Ich verbreite den Kampfrausch. Mehr nicht. Noch nicht weniger. Du gehst mal dahin und machst in einer schönen Linie dadurch. So, er macht jetzt mal hier schnell kaputt. Fuck. Ich könnte aber wenigstens mal... Ich habe gar keine Medizinmänner mehr. Alles klar. Dann kann ich auch nichts verkehrt machen, was das Totemsetzen angeht. Dann ist ja gut.
hatte schon Angst, ich könnte es irgendwie versauen. Machen wir noch ein paar Flügeldrachen. Haben wir noch irgendwo... Ach, da sind noch zwei Tauchen, alles klar. Hauptsache alles versauen. Wird schon irgendwie funktionieren. Ich vertraue drauf. So. Und bam. In der Bär. Geht doch. Na also, seht ihr, ohne mein Talent hätten wir das nie geschafft. Ohne mein bedingungsloses Talent, taktische Befehle zur genau richtigen Sekunde zu geben. Was reparierst du hier rum? Wo kriegen die überhaupt die Zeppeline her? Die haben ja doch gar keinen Laden in der Nähe. Ihr Betrüger hier. Also wenn ich den Zeppelin jetzt vernichten würde, würden die einfach so einen neuen Geschenk bekommen? Das ist halt echt eine gute Frage. Ansonsten können sie ja nur mit Greifenrettern kommen. Dann hätten sie ein Problem. Niemand wird überleben. Komm mit hoch. Wir werden angegriffen. Sind Gegner oben. Lass knacken. Also, lass mal meinen Arm frei in Ruhe. Ja doch, die kriegen die irgendwo ausgebildet. Ich glaube hier im Schloss oder so. Wie gemein. Dann macht mal das Ding ja kaputt, die greifen Nerven langsam. Bereit zum Höhenflug, Meister. Okay. Muss das getan werden? Dann würde ich glatt mal sagen, Full House. Royal Flash. Ich kann helfen. Was soll denn das? Ist es ein Kartenspiel? Geh zu Hearthstone. Moment mal, in Hearthstone gibt es auch keinen Royal Flash. Ach, sei doch ruhig. Was ich aber cool finde, ist, dass bei Hearthstone mittlerweile, habe ich mal so gesehen, so ein Screenshot, wenn jemand das Spiel kennt, dieses, ja, so, Blizzard war ja schon immer gut im Abgucken und Hearthstone ist nichts anderes als quasi Magic the Gathering, so ein Kartenspiel halt, so Fantasy-Kartenspiel, eben nochmal, wie es Blizzard gerne macht, irgendwelche Spielkonzepte zu nehmen und zu vereinfachen. Und Hearthstone ist eigentlich ein ganz lustiges Spiel, habe ich hin und wieder auch ein bisschen gezockt. Und da gibt es auch eine Leroy Jerkins-Karte. Jeder WoWler wird das bestimmt kennen und wird sich jetzt ins Fäustchen lachen. Die gibt's wirklich, es gibt wirklich eine Leroy Jerkins-Karte dort. Das ist so bekloppt. Ich bin der Kriegshäuptling. Stone Talon-Gipfel. Für Doom. Halt, Kriegshäuptling. Jaina. Das ist die junge Zauberin, von der mir Grom berichtet hat. Offenbar sucht auch sie das Orakel. Vorsicht, Jüngelchen. Diese Höhle ist bestens für einen Hinterhalt geeignet. Seid unbesorgt, Kern. Ich wurde von Menschen erzogen. Ich kenne ihre Tricks und Kniffe. Sie werden mich auf meinem Weg zum Orakel nicht aufhalten können. Und was sagt ihr das so sicher? Jeder Mensch denkt anders. Ich meine, es gibt bestimmt genug Menschen, die in der Höhle trotzdem einen Hinterhalt machen würden, aber okay. Alles klar, wir haben gesiegt. Sind wir nicht toll? Natürlich sind wir das nicht. Und alles klar. Gegen die Menschenexpedition und die Lordaeron-Brigade. Jetzt wollen wir mal nach dem Schicksal suchen, das uns versprochen wurde. Von dem uns der Prophet erzählt hat. Ihr wisst noch, der Typ, den haben wir eigentlich echt nur im Prolog in der ersten Kampagne gesehen. Der sich in den Raben verwandelt hat und überall gewarnt hat vor der Invasion der brennenden Legion, der Bescheid wusste. Der Jaina überredet hat, diese Expedition zu führen. Von dem haben wir irgendwie ab Beginn der Untotenkampagne nichts mehr gehört. Und ja, jetzt wollen wir aber mal in die Höhle gucken und schauen, was uns dieser Prophet da damals gesagt hat, was wir suchen sollen, als das alles noch nicht angefangen hat. Und ja, das machen wir in der nächsten Mission.